Gibt's was? Nachher, so, ich weiß nicht, ich muss ja noch gar dann einkaufen, vielleicht um 3. Ist es spät? Nee. Nein, vorher gibt's es nicht. Nein. Oh, es geht schon los. Sprichst du mit mir oder was denn? Tschüss. Nee, ich rede nicht mit dir. Ja, dann gehe ich los, habe ich gesagt. Gleich. Herrschaftszeiten. Also von mir aus können wir bei der Etappe gleich mal auf mal 4 Ja, stellen. wir spulen die Etappe vor, die ist eh lame. Hör auf. Ah, nicht mal 8, nur mal 4. Oh, die ist nicht lame. Windkanten-Etappe. Oh, nice. 33er Wind. Ist halt die Frage, ob die Zielgerade dann das hergibt. Ja, das ist die Frage. Und vor allem, jetzt ist ja auch wieder deutlich geringerer Wind. Also das wird nicht reichen. Ja, aber 30 vorher wäre schon gut gewesen. 30 wäre gut gewesen, aber jetzt ist halt wieder lame. Jetzt geht's wieder hoch. Aber du kannst halt jetzt nicht 160 Kilometer vom Ziel. Das kannst du halt nicht machen, weil die KI wird dir nicht richtig helfen. Zu zweit schaffen wir das nicht. Oh, Vingegaard-Sturz. Ja, weil das ist ja nach dem. Also ich würde es schon versuchen wollen, wenn der Wind seitlich kommt. Ja, aktuell kommt er seitlich, aber. Ja, ich schaue immer schon auf die Karte, aber nachher wird er von vorne kommen in Richtung Du Ziel, kannst ja auch befürchte die ich. Windrose einblenden, ne? Mache ich, habe ich schon. Fünfunddreißig ist eigentlich schon heftig. Papalapap. Ja, die Etappe kannst du auf YouTube dann in 10 Sekunden zusammenfassen. Wahrscheinlich. Also ich glaube, dass wir zum Ziel hin kompletten Gegenwind haben. Das kann sein. Aber Und 20 ist das eh zu wenig. natürlich. Es muss schon über 30 sein. Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder hoch. Was? Ich habe Aber es ist 16. zu weit. Es ist zu weit weg vom Ziel Ja, ich einfach. habe 16, was hast du denn? Wind. Ja. Im Hauptfeld 30 km/h. Ja, okay, jetzt habe ich auch 30. Nee, wir haben genau einen Gegenwind, wenn wir aufs Ziel zufahren. Das geht sich nicht aus. Steht es eigentlich in der Teamwertung jetzt? Da haben wir gegen Jumbo auch keine Chance und gegen Ineos. Nee, da achte ich auch nicht drauf. Ich schone meine Fahrer dann immer. Glaube, würde ich auf die Teamwertung fahren, hätte ich eine Chance. Aber dann müsste ich halt die anderen Sachen vernachlässigen. Da habe ich keinen Bock drauf. Wird gegen Jumbo aber auch schwierig.
Ja, mit Gruppen und so weiter würde man es, glaube ich, schaffen. Und ich hätte ja schon vier gute So, Bergfahrer, die würden schon durchhalten, wenn sie nicht jetzt helfen kommen wir auf müssten. diese Gerade, die so ein bisschen Ähnlichkeit hat mit der Zielgeraden und da ist der Wind genau von vorne. Ja, es ist eh noch zu weit. Es ist noch zu weit. So 40 vom Ziel, wenn der Wind gut steht und so. Dann kann man es vielleicht versuchen, aber. Ich überlege, ob wir bei der Sprintwertung voll drüber brettern. Weißt du, dass die Sprinter machen das ja jetzt gleich bei der Sprintwertung eh schnell, ob wir dann einfach im Anschluss versuchen, da durchzuballern. Kommt drauf an, wie der Wind ist. Jetzt geht er wieder runter. Also unter 30 lohnt sich's nicht. Da mache ich nichts. Wie viel muss man denn machen? Was meinst? Wie viel Wind, wie viel Einsatz muss man denn machen? Ja, so mehr, je mehr, desto besser, ist ja klar. Aber es ist halt jetzt wieder 16 km/h bei mir. Machen wir eins jetzt. Ja. Ich starte jetzt einfach mal und dann schauen wir mal, wie weit das geht. Ja, der kommt halt wirklich genau von vorne. Ja. Ist ja bloß 18 km/h, das ist zu wenig. Jetzt ist 30. Ja, Aber halt genau von vorne. Jetzt mischt hier Cofidis auch mit, ne? Ja. Jetzt machen es die Teams uns deutlich schwieriger. Ich weiß nicht, warum das bei der Ankunft so ist, aber das ist jetzt deutlich mehr Gegenwehr. Ja, das glaube ich, wird jetzt nichts mit einem neuen Vlasov Sieg.
Oh Gott, bin eingeklemmt. Ich auch. Komplett eingeklemmt. Keine Chance. Ganna gewinnt den Massensprint. Boah, gross. Ja, ich war eingeklemmt in der entscheidenden Situation. Das war jetzt der erste Massensprint, wo die KI mit, richtig mitgemacht hat. Ja, aber selbst da Vingegaard Sechster. Ja, aber trotzdem, das war jetzt okay. Wenn du die ersten Plätze anschaust, das sind trotzdem fast nur Sprinter, das ist schon okay. Da haben die jetzt auch mitgemacht und schon hast du mit deinem Zug, ich hab's echt schwer gehabt, am Ende werde ich eingeklemmt und bin chancenlos. Als ich Ja. angetreten habe, war ich eingeklemmt, sofort chancenlos. Ja. Und das ist das Ding. Das hatten wir vorher ja gar nicht. Vorher konntest du ja einfach machen, was du willst. Und jetzt werde ich Siebter. Wo bist du gelandet? Ich bin Siebter und Ja, bester. 13. Also es ist völlig chancenlos. Das ist so krass der Unterschied. Ich frage mich, woran das liegt. Flaser 25. Ja, also da siehst du mal den Unterschied. Und ich verstehe nicht, warum das vorher so easy war und jetzt ist es so schwer. Wir haben ja nichts verändert. Ja, es ist sehr launisch. Der einzige Unterschied ist, dass wir vorher Hügel dabei hatten und die Hügel voll hochgebrettert sind. Vielleicht dadurch die Sprinter ein bisschen kaputt waren, aber das kann das nicht erklären, meiner Meinung nach, weil das waren keine heftigen Hügel. Oh, jetzt kommt eine kranke Etappe.